Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. In der letzten Folge haben wir gegen Rodrigo Borgia gekämpft, haben ihn leider nicht gekillt, haben aber erfahren, dass unsere ganzen Kumpels, Onkel Mario und der Diebesgildenanführer, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt, auch alles Assassinen sind. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, ach ja, wir haben noch erfahren, dass Borgia, also Rodrigo, später zum Papst gewählt wurde und dass wir dann bald nach Rom, also nach Venedig, in den Vatikan, nicht nach Venedig, reisen werden. So, hier wartet die nächste Mission, aber wir werden hier jetzt erstmal noch die Codex-Seitenwand zu Ende führen. Haben wir das jetzt schon? Nee, haben wir nicht. Genau, das wollte ich nämlich gerade noch machen mit euch. Wie gesagt, ich habe nämlich das Gefühl, dass das Spiel langsam zu Ende geht. So, hier, das kommt, wie wird das hier gedreht? Ich glaube, das war gerade richtig. So dann dementsprechend. Das hier wird... Wie wird denn das hier gedreht? So. Das hier wird so gedreht. Das hier wird so gedreht. So, das hier noch. Halt, das war richtig... Nee, das war richtig. So. So, jetzt ist die Frage... Wo ist hier der Fehler? Das war richtig. Moment. Das hier auch, glaube ich. Ja, ja. Da stimmt es noch nicht. Boah, das ist voll schwer. Das stimmt, glaube ich, auch soweit. Hier, das sieht noch falsch aus irgendwie. Ah, okay, Moment. Jetzt wird langsam ein Schuh draus, glaube ich. Voll der Rätselspaß. Jetzt neu bei Assassin's Creed. Der Rätselspaß. So. Ach nee, ich will die gar nicht lesen. Ich... Ma. Ist das hier doch... Ach Mann. Das hier ist doch falsch. So rum kommt das. Und das hier so. Haben wir es jetzt? Irgendwie sieht es noch falsch aus, ne? Irgendwo... Verbirgt sich hier der Fehler, Teufel? Nee. Ach, Mann! So, und der kommt so. Genau. Irgendwas stimmt da noch nicht. Hier vielleicht. Ah, okay. Wie sieht's hier aus? Nee, das hat, glaube ich, gestimmt. Ja, das stimmt. Warte mal, wie sieht's mit der hier aus? Nee, die ist auch richtig. Boah, halt! Nee. Oder? Ah, Moment, doch. So. Ich weiß auch gerade gar nicht. Nee, 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 nee. Was das für ein Bild ergeben soll? Nee, das hat schon so gestimmt. Wenn man das wüsste, wäre es natürlich noch einfacher, ne? Aber hier, das hier ist irgendwie noch... Fehl am Platz. Jetzt sieht das aber wiederum komisch aus hier. Ah, Moment, Moment. So wird's auch gehen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöde. Ich hätte da besser mal vorher geguckt. Oder? Haben wir es jetzt? Nee. Nee. Halt, das hier. So, und dann wäre es aber wieder so jetzt. Dann ist das hier aber wieder total offen. Halt, warte mal, so? Nee, 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 nee. Boah, das ist gar nicht mal so einfach. Ist das vielleicht eine Landkarte? Kann das vielleicht hinkommen? Es sieht aus wie eine Landkarte gerade. Also bei mir gerade zumindest so. Ja, das war ja richtig. Das ist ja das Außending. Ah! Landkarte, oder? Okay, was machen wir mit der jetzt?
Können Sie die letzten Erinnerungen freigeschaltet werden? B drücken, um zu interagieren. Und was kann man mit der jetzt machen hier? Gar nichts? Ich hätte vielleicht die Codex-Seiten lesen sollen. Vielleicht hätte es ja dann einen Sinn ergeben. Na egal, so, wir quatschen jetzt endlich mal hier mit Onkel Mario. Ezio! Es ist Zeit, Onkel. Beenden wir, was ihr und mein Vater vor langer Zeit begonnen habt. Nun gut, vielleicht finden wir endlich den Sinn dieser Prophezeiung und durchkreuzen, was auch immer der Spanier plant. Wir sollten zunächst die Gruft finden. Die Codex-Seiten werden uns dorthin führen. Schauen wir nach. Das X markiert den Ort. Die Codex-Seiten entschlüsseln, um den Eingang zur Gruft zu finden. Ja, haben wir ja schon gemacht jetzt, ne? Haben wir schon mal vorgegriffen quasi. Die Codex sollen an der richtigen Stelle der Wand platzieren. Ja, haben wir doch, Freunde, haben wir doch. So. We already have. Isn't that enough? Muss ich hier vielleicht B interagieren? Hä? Ich hab doch... Wir haben die doch schon... Hä? Moment, ich muss gerade mal mein Headset-Kabel hier wieder ein bisschen richten. Das hat nämlich... Das denkt, es wäre schlauer als ich. So. Wir haben doch... Wir haben das doch jetzt richtig gemacht, oder nicht? Wollen wir mit denen nochmal quatschen? Ah ja, okay. Oh, Ezio hat einen Bart. Cool. Was passiert jetzt? Es ist eine Karte der gesamten Welt. Aber sie zeigt Länder, die es gar nicht gibt. Scheinbar gibt es sie doch. Wahrscheinlich müssen sie noch entdeckt werden oder wiederentdeckt. Wie ist das möglich? Vielleicht finden wir die Antwort in der Gruft. Könnt ihr sehen, wo sie ist? Nein. Unmöglich. Die Gruft. Sie ist anscheinend in Rom und der Spanier. Darum wurde er also Papst. Jetzt verstehe ich. Er hat nicht nur den Zugang zu der Gruft erhalten, sondern auch zum Stab. Welcher Stab? Der Kodex sprach immer von zwei Schlüsseln. Zwei Edensplitter, um die Gruft zu öffnen. Einer ist der Apfel. Und der andere, der Stab. Der Kreuzstab des Papstes ist der zweite Edensplitter. Seit Jahren, nein, Jahrzehnten, suchen wir diese Antworten. Und nun endlich haben wir sie. Aber der Spanier vielleicht auch. Und wenn er den Weg in die Gruft findet, was er dort finden wird, macht den Apfel zu einem Spielzeug. Ich muss nach Rom und die Gruft finden. Und was macht der Rest? Wir tun, was wir am besten können. Unruhe in der Stadt schüren, damit ihr frei seid, eure Suche zu beginnen. Lass mich einfach wissen, wenn du soweit bist, Neffe. Das X markiert den Ort. Ja, ich würde sagen, wir quatschen dann einfach mal hier gleich mal weiter mit Onkel Mario. Freunde, wir quatschen. Rom ruft uns, Ezio. Lass mich wissen, wann du bereit zur Abreise bist. Wirklich nach Rom reisen? Dürfen wir denn jetzt schon nach Rom? Ich bin verwirrt. Oder habe ich mich jetzt vertan? Ist Brotherhood gar nicht Rom? Oder ist Brotherhood auch Rom und hier ist auch Rom dabei? Und irgendwie bin ich verwirrt. Na, schauen wir mal. Rom im Jahre 1499. Im Maul des Wolfes. Die Sixtinische Kapelle infiltrieren und Rodrigo Borgia, den Spanier, eliminieren. Oh ja. Ladies and Gentlemen, the final mission has arrived. Wir sollen den Vatikan betreten. Okay, also das hier ist echt eine abgespeckte Version von Rom und wir werden dann quasi in der Brotherhood eine frei zugängliche Variante von Rom zocken. So sehe ich das jetzt einfach mal. Oder so erschließt es sich mir, weil wir können ja hier nirgendwo hin, ne? Ja, ja. Okay. Bin ich doch nicht so verpeilt, wie ich immer denke. So. Wir müssen da drüben uns festhalten. Ich muss gerade mal wieder meinen Hustenbonbon in den Mund nehmen.
Oh, in den Mund nehmen. So. Jetzt die Frage. Ich hoffe, ich schaff's da hoch. Es klappt. Chase. So, jetzt kommen wir hier weiter nach oben. Ja, da ist ein Ding zum Festhalten. Wunderbar. Wunderbar. So, wir betreten jetzt den Vatikan, den es ja genauso heute auch noch in Italia gibt. Einfach geil. Schön, dass die ihre Gebäude so lang, sag ich mal, aufrechterhalten können. Was die schon für Kriege mitgemacht haben, die Gebäude. Schon geil. So. Hallöchen, Freunde. Oh oh, das sind ja ganz schön viele. Brille, viel Mann. Okay, die Zwiebeln weg, dann können wir uns den hier vielleicht holen. Hoch. Schwupps. Runter. Whoops. Und die kriegen natürlich nichts mit. Ja, ja, ist klar. Voll die Verpeilten. Und wop. Wop, 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 wop. Okay, den habe ich jetzt schon so oft gebracht. Basilica di San Piero. Wir können ja mal hier ein bisschen Ausschau halten. Nee, können wir nicht. Doch, hier hin. Da hinten so hin. Schön. Schee Städtle. Schee Städtle. Tschüss. Hui. So, lautlos habe ich sie ausgelöst. Ausgelöscht natürlich, nicht ausgelost. So, ein Wurfmesser hinzubekommen. Und hier haben wir noch. Was haben wir hier? Gar nichts. Können wir den eigentlich hier runterschmeißen? Geil. So, hier rein. So, the door is open. Oh oh. Da warten. Solch eigenartige Kleidung. Ich weiß es nicht, wo der herkommt. Ihr seid auf jeden Fall tot. Ups. So, bis jetzt immer vollkommen unerkannt. Ups. Au, es tut doch weh. So, hier ist der nächste Schalter. Zack. Und ich muss sagen, mir gefällt Ezio mit Schnurrbärtchen. Finde ich schnackisch, ne? Richtig schnackisch. Hab ich den schon mal gesehen? Guck's dir doch mal genauer an. Oder hast du Schiss, Bruder? Boah, sind das viele. Machen wir das jetzt am geschicktesten? Vielleicht, pass mal auf. Wir haben noch zwei Rauchbomben. Pass mal auf. Die kommen ja bestimmt gleich hier rum, ne? Okay, sobald die uns einigermaßen den Rücken zudrehen, rennen wir rein. Was glaubt dieser Mann? Schmeißen das Ding? Nein! Dann töten wir den. Nee, Rauchbombe schmeißen wir nicht nochmal. Ist ja noch eine. Ah, hat nicht ganz so gut geklappt. Oder doch? Doch, 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 doch. Und zack. Ja, und den müssen wir halt so töten, aber ey, komm. Na komm. Mein Gott, jetzt fall doch um, Alter. Du bist doch schon tot. Siehste, sag ich doch. Meine Güte. So, wo haben wir denn hier den Fettsack gehabt? Ich glaube, das war der hier. Den plündern wir. Aber die Taktik war, glaube ich, ganz gut, ne? Lobt mich bitte. So, hier hoch. Schwupps. Und dann haben wir es auch schon. Assassino! Oh oh. Assassino! Scheiße. Yeah! Tschüss. Und ich mach mal ganz kurz Pause, denn wir werden in der nächsten Folge erfahren, wie es weitergeht. Tut mir leid, dass ich auf Pause drücken muss, aber da kamen gerade Gegner, deswegen renne ich weg. Denn dann werden wir nämlich den Vatikan, Alter, was ist los? Den Vatikan betreten. Bis dahin. Auf Wiedersehen, tschüss. Und haut rein.